Und da sind wir zurück zum Minecraft. Jo, wir machen gleich mal weiter. Was brauchen wir? Zinnen brauchen wir. Diese Reihe stimmt ja noch nicht. Die Zinnreihe, das war diese hier. Da fehlt. Und das ist Blei. Zinn, hier, wir stehen auf Zinn. Da fehlt das zerstörte Zinn. So, Eisen. Was scheppert denn hier so? Solche Geräusche, oder was? Was wollte ich zünden? Das muss ich gleich brennen. Das hat keinen Sinn zum Aufheben. Die anderen kann ich einschlichten. Gut, was nehme ich noch mit? Abdeck planen. Und Diamant nehme ich dann gleich mit. Eins, zwei, drei, zehn. Jupp. So, enthält 75% mit plus Eisen, Zinnerz. Kriegst du das gleich mal rein? Zinnblei hier. Der wird hier voll gemacht. Also Eisen. Die muss ich auch gleich weitermachen. Hier ist Eisen. Ja. Habe ich das noch nicht eingestellt? So, hier haben wir die Erzwaschenlage, hier kommt Zerstörtes rein. Weiter kann die Maschine sowieso nichts machen, weil uns ja die Thermalzentrifuge fehlt. Gold habe ich hier nichts drin. Da haben wir gar nichts im Moment, hätte ich doch etwas mitnehmen sollen. Achso, hier, das müsste Diamant sein. Genau. Habe ich den Schlüssel überhaupt mit? Nein! Du sollst da nicht drauf. So, Schlüssel. Blau, Diamant. Somit kann hier eine Platte drauf. Wo ist die Glasplatte? Hier, Glas. Schade, sieht man nicht mal rein. Früher hat man reingesehen. Immer schön. Voll von Hugo ist die Glasplatte, oder wie? Ja, sieht, doch, man sieht noch ein bisschen rein zumindest.
Gut, jetzt haben wir Diamanten gesetzt. Weiß nicht, soll ich das echt mit Glas machen? Ach, warum nicht? Wir haben genug Glas. So, hier kommt einer drauf. Hier wird abgedeckt. Und bis auf irgendeine Stelle will ich auf. Ups. Komm, das ist hier. So, da. Dann ist das auch zu. Die restlichen Sichtflächen interessieren mich nicht. Zum Beispiel von hier könnte man hier noch reingucken, wenn man ganz genau sieht, aber ach. Das tue ich mir hier nicht an. Was brauche ich denn jetzt? Genau, Diamant geht's weitere. Ich habe auch kein Glas angesteckt. Hinten bei den Steinreihen muss ich mir bei den sechs hinten auch was einfallen lassen, beziehungsweise ist mir schon eingefallen, wie ich das machen kann, dass die gleichmäßig aufgeteilt werden. Ich werde zwei Knotenpunkte machen. Einfach. So, hier. Siehst du hier Feuerstein? Dann Erde, Kies. Hier wird sowieso nur ein eigenes Rohr hergeleitet, wo ich die Sachen reinschmeiße von der Werkstatt aus. So, und jetzt müsste ich hier Knotenpunkte machen. Wie ich die allerdings mache, habe ich absolut noch keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall. Nee, den. Doch, den brauche ich schon. Dann geht sich das ganz genau aus. Habe ich irgendwas eingesteckt zu machen? Nö, habe ich nichts. Weil Eisen haben wir soweit eingestellt. Wir müssten die anderen Horror jetzt legen, ja. Und ich habe keinen Diamant geht's mehr, verdammt. Dann kann ich eh eigentlich nichts mehr machen im Moment. Hier zumindest, dann kann ich das Ganze einfach nur einstellen, die geht's hier oben und ja. Ach so, da vorne die zwei geht's, die stimmen ja gar nicht. Die sind auch falsch.
hier sind ja die zwei Reihen, die was auch nur ich reinleiten werde. So, das kommt hier. Was haben wir hier? Kohle müsste das sein. Genau, die kann ich auch einstellen. Die habe ich eingesteckt. Und sonst sollte ich vielleicht mal zuerst hier auch das Richtige machen. Blau, Kohle. Kupfer. Dann werde ich gleich mal die Wasserrohre holen für die Erzwaschanlagen. Werden wir das auch machen. Dann haben wir diese zwei. Wir haben im Moment nicht herein, was wir brauchen könnten, würden, sollten. Frage, wo gehe ich denn raus? Muss ich mich wirklich da durchbringen? Dann durch die Mauer. Bleibt mir im Moment nichts an. Achso, das kommt ja von da vorne runter. Ich bin nicht irre. Es ist irgendwo hier dahinter. Hier. Da kommt es raus. Das heißt. Dann weiß ich schon, wie ich das lege hier. Wir haben drei. Bei Gold, Eisen und Blei. Das heißt, ich muss beim Blei nach oben und dann nach rechts weiter. Sonst muss ich ewig viel legen. Uran, Blei, weil hier unten drunter gehen nur hin und wieder Rohre. Toll. Da aufreißen ist echt doof. Ja, muss ich jetzt zwei Wege machen. So schön, wenn man nicht mehr darauf achten muss, ob ein Loch drunter ist oder nicht. Na, vorne ist schon die Maschine. Das ist der Ofen. Das ist die Erzwaschanlage. Hier muss ich hin. Also theoretisch müsste ich die gar nicht rausreißen. Da spare ich mir wenigstens etwas Arbeit. So, Wasserrohr.
Transportrohr. Wasserrohr. Muss ich hier jetzt zwei Reihen nach unten aufgraben. Gut. So, dann von hier dahin. Dann werde ich am besten da unten durchgehen. Das heißt, wir gehen hier Richtung Erzwaschanlage hoch. Ah, Erzwaschanlage zerkleinerer. Und von hier buddeln wir uns durch. Das heißt, ich verliere die ganzen Fackeln jetzt dann. Nee, nicht unbedingt. Doch, werde ich. Komme ich nicht rundherum. Und hier ist auch die Erzwaschanlage. Gut, dann hier noch ein Soda. Sagt ein Timer. 18,5. Deswegen werde ich hier überall die Löcher offen lassen, weil wir müssen hier noch jede Menge Rohre unten durchlegen. Verdammt, jetzt komme ich hier nicht hoch, oder? Nee. Komme ich nicht hoch. Doch, komme ich schon. Zack. So, dann pumpen wir da mal Wasser hin. Weil hier oben kommt dann eine Elektroleitung auch wieder drüber. Hier sind wir auf jeden Fall fertig mit Kupfer bei Eisen. Erzwaschanlage. Genau, der zum Beispiel stimmt gar nicht. Stein, Stein, hier. Ich möchte da mal bitte raus, kurz. Achso, Moment mal. Das ist, was ist denn das für eine Reihe? Das ist Blei. Ja, genau, stimmt trotzdem. Hier Uran. So, zerkleinerer Erzwaschanlage.
Wieso habe ich hier ein Loch drin? Kann man es irgendwie sagen? So, Thermalzentrifuge. Hier kommt auch ein Diamantgate rein. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5 Diamantgates. Soll ich den Rest? Ja, die Zeit ist sowieso um. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!